Zunächst mal ist es dann sofort fertig montiert. Ihr könnt im Grunde direkt draufsteigen. Wichtig ist jedoch zu beachten, dass ihr Einstellungsmöglichkeiten bei dem Gerät habt. Und das ist auch eins der Alleinstellungsmerkmale von dem Sensorboard, dass ihr es jedem Nutzer anpassen könnt. Und zwar kann man ja die Zugspannung von diesen Gummibändern verstellen. Bei dem Plywood-Modell sind jetzt serienmäßig auch hier diese Plugs mit dabei. Wenn ich die mal abziehe, man sieht es hier, darunter versteckt sich diese Einstellmöglichkeit der Seile. Für die ersten Gehversuche empfehlen wir, die Seile alle nach außen abgespannt zu lassen, also in der äußersten Position. Wenn ich dann entsprechende Trainingsfortschritte mache oder leichtere, geübtere Nutzer draufstellen möchte, habe ich die Möglichkeit, mit diesem Tool, was hier unten integriert ist, wenn ich das von außen einführe, die Zugspannung zu verstellen. Das heißt, ihr könnt mit der zweiten Hand etwas entlasten und die Seile stufenweise nach innen positionieren oder sogar zwei gegenüberliegende, diagonal oder in der Mitte oder an der schmalen Seite aushängen. Damit wird es logischerweise schwieriger, weil die Gummibänder sozusagen eure Unterstützung darstellen. Wenn ich die passende Einstellung gewählt habe, setze ich das Tool und die Plugs wieder ein, drehe das Board rum und fange an zu trainieren. Alles, was ihr dann noch zu beachten habt, ist, dass ihr das Board in eine Position stellt, wo ihr rundherum 1,5–2 Meter Platz habt, das heißt bequem auf- und absteigen könnt. Und dann tastet ihr euch mit der beiliegenden Übungsanleitung eben über die unterschiedlichen Standpositionen, quer, längs, in der Schrittstellung beispielsweise oder einbeinig an das entsprechende Trainingsprogramm ran. Bei den anderen Modellen sieht es ganz genauso aus. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Training mit dem Sensorboard und wenn ihr Fragen habt, wendet euch jederzeit an uns. Vielen Dank!